Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir stehen hier jetzt vor dem Wurmpalast, dem ersten großen Dungeon, auf den ich mich schon sehr freue. Im letzten Part haben wir eine Menge Freude gehabt im Zauberwald. Und jetzt also nichts wie hinein. Genug des Vorgeplänkels. Wir müssen ein erstes Musikinstrument suchen und finden. Das ist hier unsere Aufgabe. Mal direkt hier die ersten Gegner, aber die können wir ganz gechillt in den Abgrund werfen oder schubsen oder schlagen. Und das gibt anscheinend direkt den ersten kleinen Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten, damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Ja, auch hier gibt es diese kleinen Schlüssel, die uns das Leben in den Dungeons auf jeden Fall erleichtern, weil wir ohne sie gar nicht, weiterkommen. Wir werden mal direkt hier beschossen von Flammen. Und trotzdem kriegen wir den Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich Endboss und Truhen befinden. Okay, wir finden den Kompass vor der Karte. Das ist schon mal sehr cool. Wir können nochmal direkt schauen. Okay. Wow, okay, das lohnt sich. Es sind auf jeden Fall einige Truhen. Allerdings so ganz ohne Karte ist das Ganze hier doch irgendwie nicht ganz so pralle. Insofern suchen wir mal weiter und gehen mal weiter voran. Ah, direkt hier den nächsten kleinen Gegnerchen. Und eine Art Schalter, wie es aussieht. Ah, ich hoffe, das ist keine Falle. Und es ist auch keine Falle. Denn wir kriegen die nächste Truhe. Und mal hier direkt der nächste Schlüssel. Schon direkt Schlüssel Nummer 2. Mensch. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall sehr gut und sehr fix voran. Sehr cool. Okay, jetzt haben wir gleich mal direkt zwei Möglichkeiten. Wir gehen mal hier zuerst rechts und mal... Wow. Ja, ein bisschen hier Teil der Macht nehmen. Das macht die Sache hier durchaus leichter. Denn die Skelettis, die nerven hier doch ganz schön und jumpen davon. Aber auch das kennen wir. Und ist der dumm. Ist mal direkt in den Freitod gejumpt. Aber gut, von mir aus. So, und jetzt also die Karte. Sehr nice. Karte und Kompass haben wir. Das heißt, summa summarum fehlt noch der große Schlüssel. Und ja, doch, der Dungeon ist durchaus, ja, ganz ordentlich für den ersten Dungeon. Vom Umfang her. So, wow, aufpassen hier. Einige Fledermausis und auch brüchige Bodenplatten. Das könnte durchaus schmerzhaft werden, wenn wir uns hier nicht zusammenreißen, aber... Ja, kein Problem. Ist das hier für uns? Oh nö, oder? Und diese kleinen Würmer, die kennt man auch aus Link to the Past. Okay, die Schutzeicheln, die nehmen wir hier sehr, sehr gerne mit. Ja, aber gut, das heißt ja nicht umsonst hier Wurmpalast. Haha. Ja, das Teil haben wir eingeklemmt. So schlau sind wir und nehmen mal direkt den ersten Schlüssel. So, mal aufpassen hier. Vor den Elektrodingern. Ah, verdammt, jetzt haben wir ein Problem. Ach Mensch, und das alles nur wegen diesem doofen, roten, kleinen Glibber-Ding. Mal direkt hier Schaden genommen, das ist nicht so pralle. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Alter, wer klaut so einer Statue den Schnabel? Gut, aber ich weiß auch so, was passieren muss hier. Wir müssen einfach nur das Teil verschieben und schon geht's weiter. Habe ich mir natürlich gemerkt. Aber hätte ich das Spiel nicht einmal schon gespielt, dann hätte ich das natürlich nicht gewusst. So, und schwupps, der nächste Geheimgang. Die Eulenstatuen würden uns auf jeden Fall Hinweise geben. Die würden uns verraten, wie wir was machen müssen. Zum Beispiel die eine Platte verschieben, beziehungsweise mit dem Schild die Stachis umhauen. Aber wie gesagt, da wir das wissen, ist es nicht ganz relevant und wir werden auch später noch wahrscheinlich den Schnabel finden. Wow, 3 Herzen in der Luft und eine Truhe. Mit
Der Greifenfeder, der fühlt sich plötzlich viel leichter. Das, liebe Freunde, ist das Dungeon-Item. Was wir mal soeben hier gefunden haben. Sehr nice. Jetzt können wir also jumpen und unter anderem auch die drei Herzis mitnehmen. Okay. Da haben wir auf jeden Fall wirklich ganz, ganz fix... Wow, verdammt, uns verdrückt. Das war jetzt sehr doof. Vor allen Dingen, weil das Zaubermittel noch wichtig wird. Und man damit nicht so verschwenderisch umgehen sollte, aber gut. Wenn man sich halt andauernd verdrückt, so wie ich, dann passiert das halt. So, okay, jetzt haben wir hier alles jedenfalls gefunden. Wir können jetzt rumjumpen. Das heißt, jetzt fehlt endgültig nur noch, in Anführungszeichen, der große Master Key. Denn den gibt es ja auch, wie in fast allen Zeldas. Na komm. Du gehst K.O. und machst uns damit froh. Okay, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein, glaube ich. Und tatsächlich. Ja, das ist das Gute. Der Kompass zeigt uns an, wo in der Nähe Schlüssel sind. Oh. Okay. Hat sich also gelohnt, die beiden Würmer umzuhauen. Oh, es gibt einfach mal so 20 Rubine. Da sagen wir mal Danke, oder? So, was haben wir? Okay, hier haben wir eine Aussicht auf eine Truhe, die wir noch nicht erreichen können. Oder vielleicht auch doch. Mal schauen. Zwei Schlüssel haben wir ja noch. Okay, und so einen Abgrund hier sollten wir auch überwinden können. Kein Problem. Das heißt, der Weg ist frei zur Truhe. Und wir finden tatsächlich den großen Schlüssel. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Das läuft doch hier wie geschnitten Brot, liebe Freunde. Wir kommen hier auf jeden Fall perfekt voran bisher. Ohne groß, festzuhaken. Aber gut, ist auch erst Dungeon Nummer 1 und es kann ja noch was passieren. So. Nächster Raum, nächstes Glück. Wow, verdammt. Ach, verdammt. So, Schutzeichel, die brauchen wir auch, weil ich mich hier andauernd treffen lasse. Was haben wir hier? Ach, Herr Jemine. Spielen wir hier Karten, nur eine Karten oder was? War schon mal doof. Wir müssen, glaube ich, alle... Ja, genau. Alle müssen die gleiche Farbe haben. Das gleiche Muster haben und schon... erscheint die Truhe. Mit hoffentlich tollem Inhalt. Ach was, du hast einen Schnabel aus Stein erhalten. Jetzt fehlt nur noch eine Eulenstatue, an die er passt. Und genau damit können wir also die Eulenstatuen zum Reden bringen. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Und genau das wussten wir schon. Aber gut, wenn wir das Spiel noch gar nicht kennen würden, dann wären die Eulenstatuen hier auf jeden Fall durchaus hilfreich. Verdammt, das war jetzt auch dumm von mir. Wow. Herr Jemini, jetzt wird es wohl Zeit hier für einen Miniboss. Verdammt. Schon wieder verdrückt. Was ist denn hier los? Okay, wir müssen über das Teil rüberjumpen und ihn dann eins auf die Mütze hauen und es möglichst nicht treffen lassen. Das klappt ja mal super hier. Das gibt's doch gar nicht. Boah, stelle ich mich hier gerade doof an. Und jump und hau ihm eins drüber und das war's, oder? Ja. Liebe Freunde, das war's. Und es gibt sogar direkt hier noch eine Fee. Und so ein komisches, ja, Leuchtsignal. Und es bringt uns tatsächlich zum Anfang des Dungeons. Okay. Also, wenn wir jetzt mal rausgehen würden... oder Pause machen würden, könnten wir hier direkt weitermachen. Das ist schon mal sehr cool. Und da sehen wir auch schon die große Boss-Tür. Gehen wir zuerst aber mal hier hinunter. Alter! Da hängen einfach mal so ein paar Leichen von der Decke.
Alles klar, also ich glaube, der Boss hat hier schon einige platt gemacht. Ich hoffe, wir werden nicht der Nächste sein, der da hängt. Ich könnte darauf verzichten. Okay, erstmal schauen wir jedenfalls, ob wir hier alles haben. Das ist auch so, außer ein kleiner Raum, den wir aber noch nicht betreten können. Insofern haben wir sonst aber bisher alles erforscht. Okay. Dann also nichts wie hinein zum Boss. Wow, Bus, Bus, Rautz. Moldorm. Der erste Boss. Oh, verdammt. Und das erinnert auch schon ein bisschen an den dritten Boss von der Link to the Past. Ob er da genauso hieß, weiß ich gar nicht. Aufpassen. So, der zweite Hit. Ja, wir müssen möglichst mittig bleiben. Okay. Ich glaube, noch einen Hieb, dann war's das. Aber wir müssen echt hier Obacht geben. Und das war's. Mal direkt der erste Sieg hier. Und als Geschenk gibt's mir halt einen Herzcontainer. Und das heißt, wir haben jetzt insgesamt 5 Herzelein. Sehr nice. Richtig cool. Und das ist dann wohl das erste Musikinstrument, von dem der Uhu gesprochen hat. Du hast die Muschelgeige erhalten. Sehr cool. Sumpf, ein Weg öffnet sich in den Blumen. Ja, und damit haben wir es geschafft. Das erste Dungeon-Abenteuer erfolgreich gemeistert. Und ich glaube, der Uhu wird sich jetzt bedanken. Uhu, das ist ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden und da war doch noch was. Ach ja, uhu. Was denn? Jetzt red doch nicht so in verschachtelten Sätzen, das gibt's doch wohl nicht. In verschlüsselten Geheimbotschaften. Aber gut, wir werden es selbst herausfinden. Das Gute ist, wir können jetzt hier auch über die Löcher jumpen. Das heißt, schon so eine kleine Abkürzung. Das ist schon mal sehr nice. Das ist doch so cool. So. Dann würde ich mal sagen. Was ist mit denen denn? Hey, du da, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Myblons, Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Alter. Aber das ist doch nur Möwendorf. Hier kann doch nichts passieren, oder? Oder etwa doch? Was ist mit Komet? Ja, es ist entsetzlich. Sie haben einen Komet entführt. Die Moblins, warum hilft denn keiner meinem kleinen Komet? Alles klar, ich glaube, unsere Hilfe wird hier benötigt. Oh, Herr Jemini. Wisst ihr mal was? Wir haben, glaube ich, dieses Haus hier bisher noch komplett übergangen. Mit dem Telefon drauf.
Was ist denn... Was geht denn hier ab? Tut, tut, ja, hier, Eurira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Nun, die meisten Moblins leben im Zauberwald, aber einige leben auch in einer Höhle in den Tal-Tal-Höhen. Okay. War es das, was du wissen wolltest? Klick, tu, tu, tu. Wow. Also der alte Mann, der doch auch im ersten Part sagte, ruf mich von draußen an. Weil er schüchtern ist. Das ist dann wohl der Typ. Sehr nice auf jeden Fall. Und hier, der schläft da einfach. Der gute Taren. Ruf doch Eurira an, wenn du eine Frage hast. Mhm, ja. Unfassbar. Der hat die Ruhe weg, trotz dieser schlimmen Entführung. Nun denn. Ich würde einmal sagen, uns bleibt keine Wahl, wir müssen Komet suchen, sonst tut's ja hier keiner anscheinend. Das werden wir auch tun. Aber das erst im nächsten Part. Dann geht's ja weiter bei Zelda. Und ich freue mich sehr. Bis dahin, macht es gut und ciao.